So, hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist mal wieder soweit. Wir machen heute eine klitzekleine Shopping-Spree und ich bin super, super gespannt, denn ich werde heute etwas machen, was ich noch nie zuvor gemacht habe. Ich werde heute wirklich alle Starcoins ausgeben. Ich habe jetzt noch 2480 Starcoins. Und die werden wir heute alle auf den Kopf hauen. Und ich bin super, super gespannt, denn ich habe vor, mir einen weiteren Isländer zu kaufen. Und zwar den Isländer aus der App. Und natürlich ganz viel Kleidung und Ausrüstung für meine Pferde. Weil es wird langsam mal wieder ein bisschen Zeit für was Neues. Deshalb hoffe ich auf jeden Fall, ihr seid gespannt, was es so alles gibt. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. So, ich lasse jetzt einfach mal mein Inventar offen. Ihr seht gleich auf dem Bildschirm eine Bildschirmaufnahme von meinem Handy. Und das, meine Lieben, ist meine liebe Gloomhazel. Zu dem Namen gibt es eine kleine Geschichte. Und zwar gibt es ein sehr beliebtes Brettspiel, das Gloomhaven heißt. Und wirklich, dieses Spiel ist einfach nur geil. Also, wir spielen das zusammen mit einem befreundeten Pärchen von uns und es ist einfach, wir spielen das jetzt schon über ein Jahr, weil es ein sehr, sehr langes Spiel ist. Aber Gloomhaven ist einfach das beste Spiel irgendwie, also für meinen Freund und mich. Und ich habe gesehen, dass es den Namen Gloom gibt und deshalb in Andenken an Gloomhaven möchte ich dieses Pferd Gloomhazel nennen. Und ich würde sagen, wo kann ich dieses Pferd dann kaufen? Ich glaube, da unten. Nee, das war's nicht. Das war dann, glaube ich, hier. Ja, perfekt. Gut, okay. Ich bin schon eingeloggt, deshalb würde ich sagen, ich kaufe das Pferd einfach mal. Okay. Die Starcoins wurden abgebucht. Dann würde ich sagen, ich lasse mich einfach mal abholen. Und wir holen gleich Gloomhazel. So, da steht sie. Sie ist so süß, wirklich. So, ich nehme einfach mal die Ausrüstung von Salty ab. Obwohl ich eigentlich ziemlich sicher bin, dass ich meine neue Satteldecke drauf packen möchte. Sie ist so hübsch. Oh mein Gott. Ja, sie ist super schön. So, dann möchte ich mal gucken. Ich glaube, ich habe das Top noch nicht. Nee. Okay. Dann ziehe ich mir jetzt erstmal ein... Nein, das hier wollte ich. Ein weißes Top an. Und wir suchen uns ein ganzes Outfit für die Gute raus. So, als erstes möchte ich natürlich in den Global Shop. Denn da gibt es ja die... Genau, diese Sachen hier. 150 Starcoins, das ist natürlich ein Wort, aber wir verprassen heute meine ganzen Starcoins. Deshalb, ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. Nee, ich glaube, die Hose lasse ich erstmal. Aber ich möchte hier auf jeden Fall mal schauen, ob ich die Dekorationen hier schon gekauft habe. Okay, anscheinend habe ich sie schon gekauft. Die hier aber noch nicht. Und die würde ich tatsächlich auch mit Jorvik-Schillingen nehmen, weil... Die sind so billig, da kann man schon die Jorvik-Schillinge dafür nehmen. So. Dann suche ich mir noch die Schleifchen raus. Ach, ist sie schön. Oh, sie ist so goldig, wirklich. Oh. Okay, jetzt wo wir das Pferd haben, mit dem wir heute rumreiten werden, möchte ich auf jeden Fall ein paar Shops in der Welt abklappern. Denn ich mag es immer super gerne bei Shopping Sprees auch rumzureiten und nicht nur im Global Shop den kompletten Globi leer zu shoppen. Auch wenn es bequemer ist, aber
irgendwie glaube ich, ist es interessanter, wenn man so ein bisschen in manchen Locations auch rumreitet. Und zuerst möchte ich mich hier in New Hillcrest umschauen, da das einfach ein Ort ist, wo es sehr viele schöne Sachen gibt. Ist irgendwie cute. Aber ich weiß nicht, ob ich das anziehen würde. Diesen Hut, ne? Wenn ich dazu was hätte, was ich anziehen würde, würde ich den sofort mitnehmen. Okay, aber hier wollte ich, glaube ich, mal diese Schleife kaufen. Und ich glaube, sonst habe ich nicht wirklich was. Zu denen habe ich die Satteldecken. Deshalb kaufe ich die auch mal. Ach, hier gibt es diese Easy-Halfter. Ja, cute. Ach, die habe ich noch gar nicht? Ich dachte, die hätte ich schon. Ja, dann wird das auf jeden Fall Zeit, dass ich die kaufe. Jetzt, wo ich schon die Gamaschen dazu habe. Erinnert mich total an dieses Galoppierer-Hemd. Wegen dem Grün. Okay, ich glaube, das war es erstmal für New Hillcrest. Und ich würde sagen, ich reite jetzt mal zum Mondsicheldorf und dann sehen wir uns da gleich wieder. Genau, diesen Sweater wollte ich noch kaufen. Den finde ich so schön irgendwie. Weiß nicht, ich habe da irgendwann mal ein total schönes Outfit mit diesem Pulli gesehen und das möchte ich unbedingt auch mal auf eins von meinen Pferden draufpacken. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in Jarlaheim wieder. Genau, und die Satteldecke wollte ich noch kaufen, weil das eben super gut zu dem Pulli hier passt. Von denen habe ich auch schon fast alle, deshalb kaufe ich den einfach auch mal. Ich stecke momentan einfach nur irgendwie alles ein, was mir irgendwie gefällt. Aber so viel gibt es tatsächlich gar nicht mehr, was ich noch kaufen könnte. Bei dem hatte ich vor ein paar Wochen mal richtig krass lang überlegt. Deshalb nehme ich den jetzt auch mit und den Hut nehme ich auch mit. Wow, ich habe jetzt noch genau 700 Starcoins. Ich könnte mir einen Asatik von ihr kaufen, aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Ich würde gern mal noch nach Fieldgrove fahren. Der ist zwar irgendwie süß, aber ich glaube nicht, dass ich den irgendwie anziehen würde. Nee, irgendwie gibt es hier nicht so wirklich was. Okay, dann möchte ich einmal gucken, wo denn die nächste Bushaltestelle wäre in Dundee. Dann machen wir noch einen Stopp bei der Starshine Ranch und dann fahre ich mit dem Busstopp in Dundee dann ins Shopping Center und schau, was es da noch so gibt. So. Eigentlich wollte ich mir auch noch ein Quarter Horse kaufen, aber das muss ich mir dann wahrscheinlich für die nächste Shopping-Tour warm halten irgendwie. Irgendwie finde ich das ganz süß. Aber ich weiß nicht, ich ziehe halt nicht so viele Western-Sachen an irgendwie. Und den Hut fand ich schon immer irgendwie cool, aber auch, wie gesagt, ich ziehe nie so wirklich Western-Sachen an. Ich glaube, hier ist leider nichts dabei. Dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg nach Dundee. So, ich möchte noch mal kurz in Dundee schauen, ob ich einen Shop finde, bei dem ich irgendwas finde. Die könnte ich aber noch mal mitnehmen. Dann geht es jetzt auf ins Shopping Center, um den Rest meiner Starcoins zu eliminieren. So, ich würde gerne als erstes mal bei den Klamotten für den Reiter schauen. So, ich denke mal, da werde ich schon sehr viel finden, was mir zusagt. Irgendwie finde ich die hier sehr schön. Aber ich habe schon so viel blaue Sachen. Ich dann wenig. Ich glaube, ich habe lila recht wenig. Ja, die habe ich mir auch schon sehr oft angeguckt. Ich glaube, die nehme ich diesmal einfach mal mit. Und ich dann noch wenig orange, habe ich noch recht wenig. Der ist schön, den nehme ich mit. Das ist halt irgendwie süß. Irgendwie ist das eher interessant. Ich glaube, das nehme ich mal mit.
Und das hier, das ist auch schön. Der ist auch schön, aber ich weiß nicht, ob ich den mit den Werten so oft tragen werde. Den hier habe ich mir schon so oft angeschaut, der muss jetzt einfach mitkommen. Ich habe aber noch eine Hose, die ich mir sehr gerne kaufen würde. Und zwar ist es diese hier, glaube ich zumindest, oder? Oh, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich lasse das mal. So, ich würde sagen, ich schaue jetzt einfach nochmal zu den Pferden. Und gucke, dass ich irgendwie den Rest von meinen Star Coins da noch so ein bisschen investieren kann. Die wollte ich mal mitnehmen. Und die hier. So. Ist auch schön. Noch 75 Star Coins. Kriege ich das hin, dass ich dafür noch eine Satteldecke finde? Dann machen wir mal höchster Preis. Wuff. Okay, dann brauche ich jetzt noch was für 50 Star Coins. Wow, also es nichts für 50 Star Coins gibt. Dann schaue ich jetzt einfach mal ganz kurz im Global Shop, ob ich noch eine Satteldecke für 50 Star Coins finde. Wow, es gibt tatsächlich keine Satteldecke für 50 Star Coins. Das ist irgendwie crazy. Dann gucke ich, dass ich irgendwie was für billiger finde, dass ich irgendwie zwei kaufen kann. Was ist denn das Billigste, das geht? 8. Wir könnten 29 und 21 machen, aber gibt's wahrscheinlich. Nee. 31 und 19 würde aber gehen, oder? Ja, aber die will ich halt nicht. 27 und 23 geht auch nicht. Als ob ich jetzt diese letzten 50 Star Coins nicht los werde. Dann schaue ich bei Kleidung, ob ich irgendwas für 50 Star Coins kriege. Das wäre das Einzige, was ich mir noch für 50... Oder das hier. Ich glaube, ich nehme den Hut. Uff. Uff. Aber krass, dass man doch aus 1500 Star Coins waren, glaube ich, so viel rausholen kann irgendwie. Also ich meine, es sieht jetzt nach wenig aus, aber irgendwie schon krass. Dann gibt es einmal eine Zusammenfassung von dem, was ich heute gekauft habe. Zum einen habe ich das Top hier gekauft und ich habe die Gamaschen hier gekauft. Die Gamaschen habe ich allerdings mit Jorvik Schilling gekauft. Ich habe diese Schleife hier gekauft. Ich habe diese Gamaschen gekauft. Diese Gamaschen habe ich gekauft. Ich habe diese Gamaschen gekauft. Ich habe diese Gamaschen gekauft, die by the way auch gut zum Outfit passen. Dann habe ich diese Satteldecke gekauft. Ich habe diese Satteldecke hier gekauft. Diese Satteldecke. Diese Satteldecke und diese Satteldecke. Für den Menschen habe ich gekauft dieses Top. Dieses Top. Dieses Top. Diesen Hut. Dieses Top. Dieses Top, dieses Top, dieses Top, diesen Hut, dieses Top und dieses Top. So, und das war's mit meinen Star Coins. Wow, irgendwie crazy. Okay, dann hoffe ich auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Stream oder Video wieder. Bis dahin, tschüss! Gesundheit, Meerschweinchen. Ja.
Ciao.